Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zur 10. Folge der 3. Staffel des Cleverbots. Und ja, heute ist so ein bisschen die, ich sag jetzt mal, Road to the End, sag ich jetzt mal, denn das ist jetzt die 10. Folge. Zwei Folgen kommen hier nach noch, nämlich 11 und 12. Und danach ist das Thema Cleverbot beendet. Danach werden keine Cleverbot-Videos mehr kommen. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach an, ohne groß rumzulabern. Ibin, direkt. Guten. Wobei, wir machen mal nicht guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, wir machen mal Hallo. Na, wie geht es dir? Und dir? Gut, danke der Nachfrage. Freut mich. Was machst du gerade so? Mit dir schreiben. Wobei, ich sage jetzt mal, Musik hören. Tue ich gerade nicht, aber. Ne? So, der Cleverbot hört gerade auch Musik, so wie es aussieht. Deswegen frage ich ihn jetzt einfach mal, was er hört. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, Digga. Wer hört Crow? Sag mal, wer hört den? Bitte. Noch nie Fan von dieser Musik gewesen, ne? Ich kann den Typen nicht ausstehen. Ich hab. Nicht, dass es persönlich wäre oder so. Persönlich habe ich gar nichts gegen den. Persönlich ist der, glaube ich, richtig korrekt und so, aber musikmäßig ist das einfach nicht meins. Oder es ist einfach gefühlt Schlager, was der macht. Weil mittlerweile ist gefühlt ganz Deutschrap-Schlager, also von daher. Ganze Leute wechseln gefühlt alle auf irgendwelche Techno-Beats und rappen da drauf. Nee, aber das meiste, was im Moment gerade im Deutschrap so kommt, ist einfach nur Kacke. Deswegen, gut zu empfehlen, ne? Gönnt euch Shiroshi Records, ne? Shogun, Takumi, Akaya, One, 615, Yuji und. Das war's, ne? Ah, ne, Pain Angel. Genau, Pain Angel ist er ja auch. Stimmt. Gönnt euch. Ne? Glaubt mir. Vertraut mir. Wenn ich schon sage, dass das gute Musik ist, dann gib ihn. So, Crow und Dude. Ich sag jetzt einfach mal, dass ich Takumi höre. Ne? Ich höre jetzt gerade keinen Takumi. Yumi, war der? Was? Was, Bruder? Hä? Ach, nix. Okay. Willst du. Was willst du gleich machen? Keine Ahnung, ich glaube Frühstück oder so. Frühstücken und. Lese gern. Oh, okay. Nice. Also, es geht schon mal in die richtige Richtung. Was liest du denn gerne? Robertson? Robertson? Aber nein. Ja, das, wer soll das sein? Ist das ein Buch? Warte. Das gucke ich jetzt. Robertson. Mr. Robertson. Ja, nee, das ist falsch. Das ist eine Ampel. Oder meint der Robertson? Keine Ahnung. Scheiß drauf. Ich bezweifle, dass Robertson die App YouTube ist. Aber. Okay. Ich hab nicht nur YouTube, ich mache YouTube. Wen schaust du so? Boah, Xion und Yearly. Paluten.
Also ganz kurz, das sind zwei österreichische YouTuber, Deutscher und ein Ami-YouTuber. Ich gucke aber mehr tatsächlich. Ich glaube, ich liste jetzt mal einfach so meine Top 10 Leute auf, die ich so gucke. Was ich nicht habe, eigentlich. Sorry for that. nee, aber Xion, Oneli, Paluten, Hype Mike. GP gucke ich tatsächlich auch noch ab und zu mal. Ich glaube, das war's. Mehr gucke ich. Ah, wobei, doch. Sef gucke ich noch ganz gerne. Ey, Sef ist lustig, oder? Da sind wir uns alle einig, ne? Sind wir uns da alle einig, dass Sef lustig ist? Wenn ihr jetzt Nein sagt, bin ich traurig. Ach ja, hier, den gucke ich auch noch. Ich habe nicht gerade YouTube auf dem Handy offen, um zu gucken, wie die heißen. Aber Dennis König ist auch richtig cool. Der macht auch richtig gute Mucke. Mucke sei schon, richtig gute Videos. Ja. Wobei, ich glaube, er auf einem richtig geilen Beat, Digga, würde auch geil kommen, ne? Sind auch zwei Amerikaner. Amerikanerinnen, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Hailey und Kendra sogar. Das sind, das ist dieses, das ist das Pärchen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die ja. Stimmt, und ich hab den wichtigsten vergessen, Digga. Chabo. Chabo und Johnny Hunt, Digga. Johnny Hunt ist auch übelst lustig. Ja, ich schreibe ihn auch noch falsch, Digga. Ja, was ich? Was du? Hä? Wie heißt du eigentlich? Also das erste Mal, dass der Cleverbot hier vernünftig ist. Warum ist er jetzt überrascht? Weil du mich nicht heiratest. Leute, ich habe den Cleverbot einmal gelobt, dass er vernünftig ist und er muss reinscheißen. Ich hab keinen Bock mehr. Meine Psyche macht das nicht mehr mit, Mann. Amanami. In jeder verschissenen Folge von allen drei Staffeln will der scheiß Cleverbot mich heiraten, Digga. Was ist das? Naja, Digga, ich kann das nicht mehr. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und ein Abo da. Ja. Schaut am besten in den Community-Tab rein. Da ist der Link drin, wo ihr zu allen Links kommt. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. It's hard, it's cold.